So, gewissen Stadium ist ganz. Ja? Komm mal. Gewissen Stadium ist ganz klar. Das gewissen Stadium ist das ganz klar. Ganz klar, ja? Ganz klar, ja? I don't need to. Muss ich noch mal erklären? Wer will mehr Liebe und Licht? Wer mehr Liebe und Licht möchte, dann er muss. Der muss sein Recht. Weil wir sind die Licht für die neuen Mitglieder. Weil wir sind das Licht für die neuen Mitglieder. When the new Mitglieder feel. Wenn die neuen Mitglieder sich nicht gut fühlen. Was eine Familie Gottes ist. Was für eine Familie Gottes sind wir dann? Yes. Ja, so, okay. Okay. Diese gewissen Stadium ist. Okay, das gewissen Stadium ist dann. Yes, we are expressing emotion. Jetzt sprechen wir über die Emotionen. You can see in kannst du sehen in YouTube. Du kannst es nachschauen in YouTube. Ich habe auch schon die letzte Viertelstunde zugehört. Hm? Ich war auch schon in der Küche gesessen und dann Computer zugehört. Diese Stadium? War sie war da? Er da, meine Küche hat sie zugehört. Ach so. Warum sagst du nicht, junge Frau? Sie wollen, du weißt doch alles. Nee, ich weiß nicht. Wo ist aber Damian? Wir waren telefonieren, der ist draußen. Ich collecte light outside. Warte. Emotion is the steering for all the instruments. Die Emotionen sind das Steuer für alle anderen Instrumente. Center point. Der zentrale Punkt. Steering. Das Steuer. Wherever your heart will turn. Wo auch immer sich euer Herz hindreht. All body, all thinking, all universal consciousness. Wird der ganze Körper, das ganze Denken, alles sich in diese Richtung mitbewegen. It means. Und das bedeutet. In the time of God. In der Zeit von Gott. When he was creating the creation. Als er die Schöpfung erschuf. He don't have the state of conscience actually. Hatte er nicht dieses Stadium des Bewusstseins. He had a overwhelming power of love. Er hatte eine überwältigende Kraft an Liebe, Macht an Liebe. But he gave you one instrument extra, and he wanted to learn from you. Aber er gab euch ein Instrument extra, weil er auch von euch lernen möchte. Aber you're teaching God very good actually. Aber eure was? Wir erteilen Gott die richtige Lektion. Aber wir erteilen Gott die richtige Lektion. Until now. Bis jetzt, ja. In Bible God say I'm very sad I created human being. In der Bibel sagt Gott, dass er sehr traurig ist, die Menschen erschaffen zu haben. Yes. Because weil when your conscience light is dying actually. Wenn das Licht deines Gewissens stirbt, it mean bedeutet das all your instrument light is also heute off. Dass das Licht all deiner Instrumente auch wieder aus ist. Heart is central point. Das Herz ist der zentrale Punkt. Yes. Let's say if you have a love for God and love for His creation. Lass uns sagen, ihr habt Liebe für Gott und Liebe für Gottes Schöpfung. And love for fellow man. Und Liebe für eure Mitmenschen. Then I say you don't need any instrument of conscious. Dann sage ich, braucht ihr kein Instrument des Gewissens.
You don't need Bewusstsein. Ihr braucht nicht das Bewusstsein. And also not a true thinking. Und auch nicht das wahre Denken. We call blind, love is blind. Wir sagen, Liebe ist blind. But if our love become blind like God, aber wenn unsere Liebe so blind wird wie Gottes, that's a good thing. Dann ist das gut. Then we can easily. Dann sind wir ganz einfach in der Lage, adjust with other instrument. Uns an die anderen Instrumente anpassen. Yes. Without love, ohne Liebe, life would not be created. Wäre das Leben nicht erschaffen worden. Without love, ohne Liebe, God would not come out dark eternity. Wäre Gott nicht aus der dunklen Ewigkeit herausgekommen. I give you an example. Ich gebe euch ein Beispiel. When you are deep sleep, wenn you ihr like to wake up? In tiefem Schlaf seid, wollt ihr da aufwachen? Nein. God was also very deep sleep in dark eternity. Gott war auch in einem sehr tiefen Schlaf in der dunklen Ewigkeit. How you say in German? Er hat auch keinen Bock, was zu machen. Wie sagt ihr auf Deutsch? Er hat auch keinen Bock, was zu machen. He thought not. Er hat viel gedacht. If I create life, then. Er hat gesagt, wenn ich jetzt Leben erschaffe, was dann? If things will not go on correct way, then. Wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich es möchte, was dann? There were many questions for God. Da waren viele Fragen für Gott. And even after creating human being. Und selbst nachdem er die Menschen erschaffen hat. Even in Genesis, God saying. Selbst in Genesis sagt Gott. That human thought are always evil. Dass die menschlichen Gedanken immer böse sind. To hurt other people. Sind immer darauf ausgerichtet, andere zu verletzen. And God say, I und Gott repent, sagte, I created human beings. Ich bereue, dass ich die Menschen erschaffen habe. In Genesis, you can read by yourself. In Genesis könnt ihr das selber nachlesen. God was sad. Gott war traurig. So God was also thinking before. Und so hat Gott auch nachgedacht davor. He created life. Als er das Leben erschaffen wollte. And he asked, if I give them all my freedom's key to human being, then I lose my control over human being. Er sagte, wenn ich all meine Schlüssel den Menschen gebe, all diese Freiheiten den Menschen gebe, dann verliere ich die Kontrolle über die Menschen. Human being can be rebellion against. Die Menschen können dann gegen mich rebellieren. And I think you don't have so much information. Ich denke nicht, ihr habt nicht so viel Informationen, aber he created so many creation and he put some principle inside of this creation. Er hat so viele Schöpfungen erschaffen und hat so viele Prinzipien in diese Schöpfung gelegt. But we don't know. Aber wir wissen das alles gar nicht. And this creation act exactly the way God wanted it. Und diese Schöpfung ist genau so, wie Gott es wollte. That's like a tree growing. So wie ein Baum, der wächst. Tree grow. This is his destination. There's a principle inside. Wenn der Baum wächst, dann wächst er gemäß den Prinzipien, die in ihm sind. Yes. And there's a certain creation. Exactly they do the way God wants. Und es gibt bestimmte Schöpfungen, die handeln genau so, wie Gott es möchte. But they cannot give back God's love. Aber sie können Gott nicht seine Liebe zurückgeben. Because they act the way God. Denn sie handeln so, wie Gott. Yes. I can tell one story, maybe. Kann ich eine Geschichte erzählen? I better tell. Ich erzähle sie besser. Because I write down in the book actually. Weil ich habe sie auch in die Bücher geschrieben. But if it's not in the book, you stop me sofort actually. Aber wenn das nicht im Buch ist, dann stoppt mich sofort. So I don't tell other half, you know. Damit ich nicht die andere Hälfte erzähle. Yeah. I was in wonderful heaven actually. Ich war in einem wundervollen Himmel. And I was landing. Ich landete. I sit down. Und setzte mich dorthin. And I saw golden and blue fog. Actually. Ich sah einen goldenen und blauen Nebel. It was coming from the valley, actually. Dieser Nebel kam vom Tal. And this valley was, I don't know, there was no end, actually. Und das Tal hatte kein Ende. And I was beside
rethinking, nachdenklich. Und ich war nachdenklich. If I don't go back now, this creation. Wenn ich jetzt nicht zurück zu dieser Schöpfung gehe. All problem is over. Dann sind all diese Probleme, die damit verbunden sind, für mich vorbei. Löst. Sie sind für mich gelöst, wenn ich nicht zurückkehre. And it was making me mystic, exactly this environment. Und das hat mich, dieses Umfeld dort hat mich sehr mystisch gemacht. And I know that many creation, und ich wusste, dass viele Schöpfungen, they don't want to go low creation. Die wollen nicht in niedere Schöpfung gehen. Yes? Ja. While I was watching, während ich dem zuschaute, I saw water making some circle. Sah ich, dass Wasser so eine Art Kreisbewegung machte. Yes? In golden and blue crystal Nebel. In diesem goldenen kristallblauen Nebel. And then suddenly from there one female Wesen came out. Und dann kam von dort auf einmal ein weibliches Wesen heraus. But her back was on my side. Doch ihr Rücken war mir zugerichtet. Face was on the other side. Und ihr Gesicht war in die andere Richtung schauend. Did I told this story? Habe ich das schon mal gesagt? Du hast es gesprochen, aber wir haben es nicht geschrieben. Das ist wahrscheinlich im 10. oder im 11. Band. Mir hast du aber schon erzählt. Wir sind schon bei 10, really? Ja. Oh ja, danke, nicht mehr. Ich kontrolliere. Keine Probleme. Wir sind schon bei 10, ich kontrolliere noch 5. Und der ist eigentlich schon bei 12. Aber ich will das bei 6 verschreiben. Zwölfmal? Nicht vergessen. This being came out. Dieses Wesen kam heraus. And back was my side. Und der Rücken war mir zugerichtet. Oh, that's face was that's right. Und sie schaute nach vorne in die andere Richtung. And after a while she turned. Und nach einer Weile drehte sie sich um. I never saw such a beautiful female. Und ich sah nie solch ein wunderschönes Wesen. I don't know how God created. Ich weiß nicht, wie Gott sie erschaffen hat. She turned and she looked at me. Sie drehte sich und schaute mich an. Her pregnancy was coming like so many flowers, billion flowers coming together. Ihr Duft war wie der von Millionen, Milliarden von Blumen, die sich alle vereinen und miteinander verschmelzen. And I felt this creation was created when God has so much time actually. Und ich fühlte, dass diese Schöpfung, in der ich gerade war, erschaffen wurde, als Gott besonders viel Zeit hatte. Yes. She looked at me. Und sie schaute mich an. I think if this vision come here, female, ich denke, wenn dieses weibliche Wesen hierher kommt, all mankind will look. Die ganze Menschheit, vielleicht auch der männliche Teil vor allen Dingen, wird hinschauen. Now she walk on the water. Und jetzt lief sie auf dem Wasser. Walking on. Ja, sie lief auf dem Wasser. She came near me. Sie kam nah an mich, trat nah an mich heran. She went around me. Sie ging um mich herum. Sie sieht's da vor sich. Ich hab's echt. Ja. Du bist du, ja, ich weiß. Sie sagt, ich bin nicht. Ja. Okay. She went around me. Sie ist um mich gegangen, um mich herumgekreist. And she started smelling me. Und sie fing an mir zu riechen. I'm telling you, state of emotion. Yeah? Ich erkläre euch dieses Stadium der Emotionen. She went few times. Sie ist ein paar Mal um mich herumgegangen. After this. Und danach. This is interesting for you. Das ist besonders interessant für dich, Andreas. Nicht Andreas, der andere Andreas. Stefan. Nee. She was a few times she pregnant and then. Paar Mal hat sie an meinem Duft gerochen. And she started making love with me. Und dann hat sie angefangen, Liebe mit mir zu machen. I thought wonderful moment actually. Ich dachte, was für ein wundervoller Moment. I was mystic. Ich war mystisch.
But when she was making love, aber während sie Liebe mit mir machte, I find out, habe ich herausgefunden, sie ist ein Mann. Wer hat gesagt das? Habe ich das gesagt? Ich musste dir über dich auch sprechen. Ja. Wir beginnen wieder ein gewisses Stadium. But my God, actually, yes. Nee, das war sie? Ja. Oh my God. Nee, gewisses Stadium will be incomplete until we don't talk. Nimm das auch für die Engel. Ja? Vor Gericht. Nehmen wir die Speicherkarte mit, ja? But what she say? You find out, then you wanted to say, and then she said that she's a man. My God, du. Mach lieber in deinem Film weiter. Okay. Right now, Volka hat mehr Weisheit, you know? Yeah, sure. Danke dir. Bitte. Also, guck mal, how much love is it? Mach deine weiter. Vergiss nicht. Selbst diese Geschichte. Ja. Nie könnt ihr unserem Propheten was gönnen, ja? Du bist. You. Ja. Sie hat gesagt, dass in the end ganz mystisch hat gesagt, das war raus, die Mann. Aber ich schäme mich jetzt. Ja. Okay. Do you see that? He teach me Geduld, ja? Ja, okay. Nicht abbringen lassen von der Frau. Nein, but I'm feeling, ich möchte. Lasse gewissen Stadium sollte komplett mit sie, actually. Ja. Ich habe total vergessen, weißt du das? Ja. Ja, oh Gott. Aber wir kriegen das hat mich getroffen, ja. Ich hab's die letzten zwei Minuten sofort da. Ich will ja jetzt selber wissen, wie schön das ist. Das ist dein letzter Satz und dann habe ich rausgefunden. Oh ja. Genau. Du hast die Antwort gegeben. Also das muss, ja, genau. Polizei, bring ihn raus. Ja. He's also man, ne? Ja. In spiritual world. Mario ist auch ein Mann in der geistigen Welt, nicht vergessen. Ja, honestly, without you, okay. Ich meine das ganz ehrlich. Mario ist ein Mann in der geistigen Welt. She saw many times. Und das hat sie viele Male gesehen. In einem former Seminar. Achso, ja. Ja, was hast du gesehen? Ja, ich habe gesehen, also drei verschiedene Dimensionen, wo ich war, war ich jeweils immer ein Mann. Ja. Die armen Frauen. Nee, also die waren glücklich mit mir, sehr schön. Immer noch continue. Ich muss dir sagen, Wolfgang, du bist meine Führer momentan. Ich bin neugierig jetzt, was ist da passiert? Also er wollte ein bisschen nächste Teil, ja? Ja, mehr Details, ja. Ja, das ist same discrimination. Sie hat gesagt, das war Mann und du sagst, du willst den nächsten, also Mann, nächste Teil mit wissen, nein, das, er will wissen, was du sagst. Ah, okay. Was da passiert ist. Was ist passiert? Was zumindest sind alle wieder wach. Sie ist doch einmal die zurückgehört hier. Aber nächstes Mal, euch muss sie stoppen, ja? Ja. Das ist... Euch muss, das ist sensitive Moment und sie hat was gesagt. Das ist deine Entwortung, du musst sie stoppen nächstes Mal, ja? Okay. Ja, okay. Ah, warte, mein Freund. Ah, warte, mein Freund. Wir müssen gar nicht darauf reagieren. Ja. Das war aber schwer in der Situation. Das war. Die hat sich umgedreht, ihr wartet im Moment der Liebe machen und dann hast du erfahren, dass... Ne, in die Liebe. Yeah. Während ich Liebe gemacht habe. In die Love. Ja, yeah. Aber she should not say this one man. Ja, man nicht. Okay. I find out. Da habe ich herausgefunden, ne? She had no
spirit. Dass sie keinen Geist hat. Du meinst no consciousness, oder? No, she was like a... Hülle. Hä? Hülle. Ja. Yeah. Kein Geist. No Geist. Wesen ohne Geist. Das... Ja, sie hatte keinen Geist. Ich spüre das einfach. Spirit. And after making love... Und nachdem wir Liebe gemacht haben... After. Danach... She again smelled me. Hat sie wieder an mir gerochen. And then... Einfach, simple, she went to Tal and then she went down. Ist sie wieder in das Tal gegangen und dann wieder in den Nebel eingetaucht, ne? Disappeared. Und sie ist verschwunden. But God wanted to teach me this. Was wollte Gott mich hier lernen? Ich frag dich nicht. What God wanted to teach me. That's why for me it's very important to share all those things, not later come people. Deswegen ist es wichtig für mich, dass ich alles teile, weil später kommen Leute. Maybe for them will be difficult. Vielleicht wird das für sie schwer sein. Yes. But if I tell, then future they will be more verständlich. Aber wenn ich das jetzt sage, dann wird in der Zukunft mehr Verständnis herrschen. Yes. And then she went. And she was a blue and golden being. Und sie war ein blaues und goldenes Wesen. She went. She walked on the water and then she went. Sie ging auf dem Wasser und dann. Can you imagine why God created such a? Vorstellen, warum? Not only female. Warum hat Gott solche? Not even female. Solch etwas erschaffen. Nicht einfach. Nicht nur weib. Sie war nicht mal weiblich. Not even, ich dachte, weil du wolltest sagen, dass sie kein Wesen, kein Geist not war. Not only female. Nicht nur war sie weiblich. God created also such a being male too. Yeah. Sondern er hat auch solche männlichen Wesen erschaffen. At a no spirit. Die keinen Geist besitzen. Can you try to... Könnt ihr euch vorstellen? Can we ask God why you do this, why you don't do that? Warum können wir Gott fragen, warum tust du das, warum tust du das nicht? Warum tut er das speziell? And God will not give you answer either. Und Gott wird euch darauf auch keine Antwort geben. God said, this is my creation. Gott sagt, das ist meine Schöpfung. And you are also my creation. Und ihr seid auch meine Schöpfung. But this moment, what she gave, aber dieser Moment, den sie gab, it brought me more near God again. Der brachte mich an Gott noch näher. I heard in my life as a child, heaven your all will wishes are fulfilled. Ich habe als Kind bereits gehört, dass im Himmel dir alle Wünsche erfüllt werden. But I never thought, aber ich habe nie gedacht, that God created his creation in love, but amazing that your wish should be fulfilled. Dass Gott diese Schöpfung erschafft hat, aber unglaublicherweise, dass dir auch noch alle deine Wünsche erfüllt werden. So in this case, in diesem Fall, you are not uplinking, yeah? Seid ihr nicht abgelenkt? For anything from heaven, von irgendwas in den Himmeln, but you go on for God. Sondern ihr geht immer weiter für Gott. And this, so this, when heart is empty for God. Actually. Wenn das Herz also leer ist, nur für Gott. Let's say God. Love is dwelling only there. Wenn nur noch Gottes Liebe dort ist. And God start visiting here. Und Gott anfängt euch dort zu beobachten. Then they are so besuchen. Yeah? Yeah. Then so many divine curtain is open for you. Dann werden so viele göttliche Vorhänge für euch geöffnet. In love. In Liebe. And God want you observe and experience. Und Gott möchte, dass ihr das alles beobachtet und erfahrt. Now. Und jetzt? I. Ich. When I'm going in heaven, God said, look there, look there, look there, look there. Wenn ich in die Himmel gehe, dann sagt Gott,
Schau dorthin, schau dorthin, schau dorthin, schau dorthin. And my habit is, I just only look at it. Und meine Angewohnheit ist, dass ich nur auf Gott schaue. But God said, no, you should look this direction. Aber Gott sagt, nein, du sollst auch in diese Richtung schauen. He's showing me, they're taking all the curtain away. Er nimmt all die Vorhänge weg. But there was a time. Aber da war eine Zeit. When Lucifer, God said, you cannot look there. Als Lucifer zu Gott als Gott zu Lucifer sagte, du darfst nicht in diese Richtung schauen. You cannot look this direction. Du darfst nicht in diese Richtung schauen. You cannot look there. Nicht in diese Richtung. Why? Warum? Warum hat Gott das gesagt? Weil er sonst abgelenkt worden wäre von seinem Weg direkt zu Gott. Weil seine Entwicklung noch nicht so weit war. Because his development was not so far. Somebody go. Noch jemand? Because he had spy nature. Spy nature, okay. Weil er eine Spionnatur hatte. Das war auch noch nicht die Antwort. Ja, Mutti? Weil er vielleicht begonnen hätte, seine Liebe zu teilen. Richtig. Because he would have shared his love. He did not found the love basis, God. Er hätte seine Liebesbasis nicht. He did not found. Er hat seine Liebesbasis mit Gott nicht gefunden. So God could not open up his all secrets. Und deswegen konnte Gott nicht all seine Geheimnisse öffnen. What I wrote down in 13 books. Was ich in 13 Büchern niedergeschrieben habe. This is only one drop water compared to what I saw. Das ist nur ein Tropfen Wasser im Vergleich zu dem, was ich gesehen habe. What I know about God. Was ich über Gott weiß. You are not ready to handle it. Ihr seid nicht bereit, das alles zu ertragen. It means unconditional love is when it's there for God. Das bedeutet, bedingungslose Liebe ist da, wenn sie für Gott ist. This is the moment God opened all the curtains. Und das sind die Momente, in denen Gott alle Vorhänge vor euch wegnimmt. When Jesus went to see God, als Jesus ging, um Gott zu sehen, God met him and he said, but hat Gott ihn getroffen, aber Gott sagte, here, not further. Bis hierhin, aber nicht weiter. Mohammed went, God said, here, but not further. Mohammed kam, dann hat Gott gesagt, bis hier, aber nicht weiter. All the prophets. Zu all den Propheten. Is telling, das sagt uns, Kingdom of God will establish only then, das Königreich Gottes wird nur dann errichtet werden, wenn, when God will open his heart 100%. Wenn Gott sein Herz zu 100% für jemanden öffnet. So you saw the power of heart. Habt ihr also die Macht des Herzens einmal gesehen? Simon went in one paradise. Simon ist einmal in ein Paradies gereist. And he saw, und er sah, Freizeitpark over there. Dort einen Freizeitpark, Nationalpark. Over there. Ja. Wonderful. Fun Park. But when he went there, aber als er dort reinging, if you go, wenn du dort reingehst, you get a beautiful being as a Abenteuer, ja? Yeah? Dann bekommst du ein wunderschönes Wesen als Abenteuer, als Begleitung. Keine Mann. But when he, and when he went there, my Faisal Park, he got a most beautiful. Und als er, Simon, in meinen Freizeitpark ging, bekam er ein wunderschönstes weibliches Wesen. Jeder bekommt, beim Eintritt muss man Licht bezahlen in so Coins. Und das geht dann alles wahrscheinlich in seine Tasche. Und vorne von dem Freizeitpark war sein Bild. Da bin ich dann hin. Und der war riesig. Also wie kennt ihr vielleicht mal Europa-Park? Vorne, da steht da eigentlich so Europa-Park oder Phantasialand, da stand, eigentlich war nur sein Bild von Sahid, wo er jung war, mit Haaren und schön, und der Hintergrund war rot, wie beim chinesischen Diktator oder Kaiser jetzt, das auch immer gemacht wird, aber das heißt so die Anerkennung, und dann ist man reingegangen, und ich musste aber nicht bezahlen, da habe ich ein schönes Wesen bekommen, sehr Achterbahn gefahren, alles,
Später wurde ich zum Essen eingeladen, weil es schmeckt eigentlich nur, wenn man eingeladen wird. Und deswegen habe ich dann viel gegessen. Und ist der Heißwort? Sahid? Ja, und der Freizeitpark, ja, war von Sahid. Und das Essen dort, was ich gegessen habe, war Sahid Nashville Chicken. Das war so frittiertes Hähnchen. War sehr, sehr lecker. Keine Vegetarier. Es gibt so schön was Vegetarisches in dieser Welt. Elisabeth, hast du gehört, in 7 Jahren Fried Chicken? Andi, I am one beautiful being for you when you come to my Freizeit Park. You know? Yeah. And you don't need to do any stuff over there. Soll ich nochmal auf Englisch übersetzen oder nicht? Yes. Simon saw in his vision that he was in his spiritual journey, he was in a paradise and there was a big fun park. And the fun park didn't have a name. There was just Zahid's picture and the background was red to emphasize his how important and what he has all done. And then he went in, and normally you have to pay some coins, and then you go in and you get one adventure with one being, and this being, she will be with you. And then Simon was there and he got one very beautiful female being, and this female being took him to food out. Adam muss lachen. And she paid everything, and Simon said, when someone else pays everything, then it tastes the best. Yes. And But this fried chicken's name was Zahid Nashville Chicken. Und was war noch da? Achso, ja, das war so groß wie, also es gab eigentlich kein Ende. Und komisch war auch, wenn man dort war, also man hat nicht mehr daran gedacht rauszugehen. Das kam irgendwie nicht in den Sinn. Und es gab auch keine Zeit so wirklich mehr. Also ich hätte auch wahrscheinlich ganze Ewigkeit verbringen können. Ein strange ohne dass langweilig wird, aber das fällt einem nicht auf in dem Moment. And strange was also that there you could have been there forever and there was no concept of time. You could have been there all eternity. So because God revealed to me 1 million secret about God. Und weil Gott mir 1 Million und mehr Geheimnisse von sich offenbart. Dann 2 Millionen. Und dann 2 Millionen Geheimnisse. Dann 100 Millionen. Und dann 100 Millionen Geheimnisse von sich offenbart hat. Und dann 1 Billiarde. And then I say, God, shall I share all this too? Und dann sagte ich, Gott, soll ich auch all das teilen? God start thinking. Gott fing dann an zu denken. God say not for these people. Gott sagte, nicht für diese Menschen. They did not grow in love. Sie sind nicht in Liebe gewachsen. I say, God, but you revealed to me. Ich sagte, Gott, aber du hast mir offenbart. And in future, when some Messiah will reveal. Und in Zukunft, wenn ein Messias das offenbaren wird, they will say, God revealed to me. Werden sie sagen, Gott hat mir das offenbart. Yes. Ja. But this was my right because I saw this. Aber das war mein Recht, weil ich habe das gesehen. Alles. Ist auch eine 40%-Bank. Ja. God says, Gott sagte, I reveal all those things because you have crossed the line of love. Ich habe all das offenbart, weil du die Linie der Liebe überquert hast. Weil du die Grenze der Liebe überquert hast. Weil du die Grenze der Liebe überquert hast. But I say, God, when future your son and daughter will come. Aber ich sagte Gott, wenn in der Zukunft deine Söhne und Töchter kommen werden. And they will think that the first time God revealing them actually. Und sie denken und sie diese werden dann denken, oh, das ist das erste Mal, dass Gott uns das offenbart. Sie werden nicht wissen, dass er mir das schon offenbart hat. I want to have the answer from God. Because I came to know first. Die Antwort von Gott haben, weil ich habe das zuerst erfahren. God says, when my son and daughter will come in future. Gott sagte, wenn meine Söhne und Töchter in der Zukunft kommen werden. And I will reveal all those things what I revealed to you. Und ich all diese Dinge offenbaren werde, die ich dir offenbart habe. I will tell this my son and daughter. I have revealed 4 founder of your father Zahid actually. Werde ich Ihnen persönlich sagen, ich habe das euren Gründungsvater Zahid bereits offenbart. Already, actually. Bereits.
So when future son and daughter will reveal God's secret. Wenn die zukünftigen Söhne und Töchter Gottes diese Geheimnis offenbaren. They will say this is already revealed to God. Werden sie sagen noch dazu, das wurde bereits Gottes Herz offenbart. This is another love. Das ist wieder eine andere Liebe. You see that? Seht ihr das? But unconditional love. Aber eine bedingungslose Liebe. Not here. 30% is somebody else. Keine 30%ige Liebe. 20% something else. Dann gehört 20% etwas anderem. Only 10% is God. Vielleicht nur 10% für Gott. Love God with whole heart actually. Gott zu lieben mit ganz liebt Gott mit ganzem Herzen. And if there God can sit down. Und wenn sich dort Gott niederlassen kann. At a throne actually. Wie auf einem Thron. Then you don't need any instrument. In your journey. Dann braucht ihr gar nicht mehr irgendwelche anderen Instrumente in eurem Leben. Auf eurer Reise. I say to God, ich habe zu Gott gesagt, you put so many system here. Du hast hier so viele Systeme reingemacht. Wenn ich zu dir komme, dann kommen viele Komplikationen. I don't know how to function it, ich weiß nicht, wie diese funktionieren sollen. God says, Gott sagte, next time, nächstes Mal, there will be no more system. Wird es keine Systeme mehr geben. This golden light from you will tell dieses goldene where I am. Licht von dir wird sagen, wo ich bin. If right or wrong, only you just follow the light. Links oder rechts oder du musst einfach nur ein Licht folgen. Love is the highest, actually. Liebe ist das Höchste. Body is great. Der Körper ist großartig. Believe is great. Glaube ist großartig. Justice is great. Gerechtigkeit ist großartig. Many things is great. Viele Dinge sind großartig. But love is the highest actually. Aber die Liebe ist das Höchste. When you touch there this wave, wenn du dort diese Welle berührst, there will be also question in future. Dann werden auch Fragen in der Zukunft sein. 300 years later, God revealed to them something. Und 300 Jahre später hat Gott ihnen etwas offenbart. They will be son and daughter, not stupid and dumb actually. Sie werden Gottes Söhne und Töchter sein. Sie werden nicht dumm und blöd sein. They know. Sie wissen. This 300 in the past. Dass diese 300 in der Vergangenheit. These people had did not found their heart relationship with God. Diese Leute haben nicht ihre Herzensbeziehung mit Gott gefunden. This was only our fourth founder who found this thing. Actually. Das war nur unsere Vorfahren, unsere Gründungsväter. Die diese Beziehung gefunden haben. So, future son and daughter was saying, die zukünftigen Söhne und Töchter Gottes haben gesagt, we revealing this new truth, offenbaren diese neue Wahrheit, new secret, diese neuen Geheimnisse. But leider God revealed to God heart actually. Aber leider hat Gott sie das, hat Gott das bereits Gottes Herz offenbart. Yeah. So, this is not new for, this is new for us. Das ist neu für uns. Yes. So, what about, that's why God said, my son and daughter. Deswegen hat Gott auch gesagt, meine Söhne und Töchter, was? It did not came until now. Sind bisher nicht gekommen. One day God was saying, einmal they will Gott be gesagt, so great in love, so great in love. Wir werden so großartig in Liebe sein, so großartig in Liebe sein. I saw, und ich sah so much happiness. Ich sah so viel Freude in Gott. I want to see them. Dass auch ich sie sehen wollte. But God said not your life. Aber Gott sagte nicht in deiner Lebenszeit. But you will see them. Aber du wirst sie noch mal sehen. And I want to leave. Und ich wollte ihn dann verlassen. With the hope to record the story. Mit der Hoffnung, diese Geschichte aufzunehmen. But God called me. Aber Gott hat mich zurückgerufen. He said, come back. Er sagte, komm zurück. He said, er sagte, but I will never fight. Aber ich werde nie wieder jemanden wie dich finden. This is the quality of love. Das ist die Qualität der Liebe. If you have this quality, wenn ihr diese Qualität habt, forget all the instruments. Vergisst all die Instrumente. I think this, wie heißt es? Heart stage maybe Hartmut should hear. Ich denke, dieses Herzensstadium, das sollte Hartmut nochmal hören. Because he want to have. Weil er wollte ja, hat er gesagt. Schlüssel. Er wollte ja nicht Schlüssel. So he had to hear this thing. Deswegen muss er das nochmal anhören. But I will never find one like you. Aber Gott sagt, ich werde nie wieder jemanden wie dich finden. When God say. Als Gott das sagte. Then God know the future. Wenn Gott das sagt, dann kennt er auch die Zukunft. God knows the future. Gott kennt die Zukunft. Yes.
But you have this key? Aber habt ihr diese Schlüssel auch? Yes. Ja. You have? Yes. Habt ihr sie? Ja. You cannot say to God, you are unfair, God. Ihr könnt nicht zu Gott sagen, du bist ein Unfairer. You give it to him special key and with us. Du gibst ihm besondere Schlüssel, aber uns nichts. God will say to you. Gott wird zu euch sagen. Take your journey in love like him. Tretet eure Reise in Liebe so wie er an. The day your heart is only for me. Der Tag, an dem euer Herz nur für mich ist. Forget everything else. Vergisst alles andere. Yes. This is the quality of this state. Das ist die Qualität dieses Stadiums. Okay. I can speak more, aber ich kann noch mehr sprechen. Ich würde so sagen. My every stage is 1 hour. Ich würde so sagen, wir machen Pause und dann machen wir noch den Geist und sind wir fertig, oder? Okay. So. Kurze Pause. Ja, kurze Pause von wie vielen Minuten? Ja, ja. Minutenpause, ja? Have a question about Have a question about the stage? Have a question? Habt ihr Fragen?